In Deutschland leben aktuell 11,6 Millionen Familien und jede von ihnen ist sicherlich auf ihre Weise besonders. Allerdings gibt es auch hierzulande ein paar Familien, die so verrückt und außergewöhnlich sind, dass sie alle anderen toppen. Genau deshalb zeigen wir euch in diesem Video die außergewöhnlichsten Familien Deutschlands und wie sie leben. Also bleibt dran, hier bei Wissenswert. Beginnen wir dazu gleich mit einer vierköpfigen Familie, die einen wirklich einzigartigen Lebensstil für sich gewählt hat. Tatsächlich leben die Schneiders nämlich als echte Vagabunden und ziehen mit ihren beiden Planwagen, ihren Pferden und weiteren Tieren quer durch ganz Deutschland. Dabei kampieren sie überall, wo es ihnen gerade gefällt und wo ihre Pferde genug Platz zum Grasen haben. Für ihr minimalistisches Aussteigerleben haben Vater Daniel, Mutter Barbara und ihre Kinder Julian und Sarah alles, was sie zum Leben brauchen, auf den Wägen. Außerdem teilen sich die vier Schneiders einen gemeinsamen Schlafbereich. Jeder von ihnen hat dafür ein schmales und recht spartanisches Holzklappbett. In dem anderen Wagen lagern sie ihre Vorräte und ihr Werkzeug. Gekocht wird bei den Schneiders meistens draußen bei offenem Feuer. Ein richtiges Badezimmer mit Toilette und Dusche hat die Familie seit über 3 Jahren nicht mehr benutzt. Stattdessen waschen sie sich draußen in der Natur und das gleiche gilt auch für die Toilettengänge. Um sich ihr Vagabundenleben finanzieren zu können, gehen die vier hin und wieder arbeiten und verdienen sich als Erntehelfer, Stallarbeiter oder Hufschmiede etwas dazu. Vor etwa 4 Jahren sah der Alltag der Familie jedoch noch komplett anders aus. Denn als Informatikkaufmann verdiente Vater Daniel so viel, dass sie sich eine 180 Quadratmeter Wohnung in Berlin-Mitte leisten konnten und auch Barbara war erfolgreich als Bankkauffrau tätig. Viel Familienleben gab es zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht. Deshalb entschieden die Schneiders damals gemeinsam, alles zu verkaufen und zu kündigen, um zwar sehr viel bescheidener, aber dafür glücklich und frei zu leben. Machen wir weiter mit einer Familie, die kaum in einem größeren Kontrast dazu stehen könnte. Denn die von Preußen sind eine echte deutsche Adelsfamilie, wenn nicht sogar die deutsche Adelsfamilie, und diese lebt zumindest zeitweise auf einer richtigen Burg. Denn Vater Georg Friedrich Prinz von Preußen ist tatsächlich ein Ururenkel von Wilhelm II., dem letzten deutschen Kaiser. Würde es also noch eine Monarchie in unserem Land geben, wäre Georg Friedrich von Preußen heute der rechtmäßige Kaiser von Deutschland. Dementsprechend pompös war auch die große Hochzeit des Prinzen und seiner Prinzessin Sophie Johanna Maria, die ebenfalls aus einer Adelsfamilie stammt. Über 650 Gäste, die meisten davon ebenfalls mit Adelstitel, waren 2011 zu der Feierlichkeit eingeladen. Mittlerweile leben die von Preußens aber wegen ihrer 4 Kinder, hauptsächlich in Potsdam-Babelsberg, in einer großen Villa mit Garten, wo sie jedoch ihr Privatleben weitestgehend von der Öffentlichkeit abschirmen. Aus diesem Grund existieren auch nur sehr wenig öffentliche Aufnahmen von der kaiserlichen Familie. Deshalb schauen wir jetzt weiter zur nächsten außergewöhnlichen Familie aus der Nähe von Köln. Wobei das Besondere der 10-köpfigen Familie Friedrich nicht die Anzahl der Kinder ist. Denn die 8-fache Mutter namens Maren leidet am Down-Syndrom und ist damit die weltweit einzige Mehrfachmutter mit diesem besonderen Gendefekt. Dabei sollte dazu gesagt werden, dass sie nur an einer leichten Form des Down-Syndroms, der sogenannten Mosaik-Trisomie 21, erkrankt ist. Aus diesem Grund fand auch Maren selbst erst nach über 20 Jahren heraus, dass sie überhaupt von der Erkrankung betroffen ist. Denn nachdem die damals 24-Jährige gleich 2 Kinder mit dem Down-Syndrom zur Welt brachte, stellte man bei genaueren Untersuchungen den gleichen Gendefekt wie bei ihren Kindern fest. Trotz des Schocks über ihre Diagnose entschied das Paar aber, weiterhin offen für Nachwuchs zu sein. So bekamen Maren und ihr Ehemann Jens 5 weitere absolut gesunde Kinder. Den Alltag mit ihren 8 Sprösslingen meistert Maren trotz ihrer Einschränkungen wie jede andere Mutter auch. Ob die Friedrichs noch weitere Kinder planen, bleibt aber ungewiss. Definitiv kein weiteres Kind plant dagegen Familie Döring und das, obwohl sie nur einen Sohn haben. Denn diesen bekamen Christiane und Manfred tatsächlich erst im Alter von 52 und 69 Jahren, wodurch sie die ältesten frischgebackenen Eltern Deutschlands wurden.
Ihr Sohn Kai Julius war dabei ein absolutes Wunschkind, auf das die Dörings lange warten mussten. Über 6 Jahre versuchte Christiane Döring, schwanger zu werden. Da sie zu dem Zeitpunkt bereits über 45 war und so auch keine Adoption mehr in Frage kam, entschied sie sich, sich eine gespendete und bereits befruchtete Eizelle einsetzen zu lassen. Eine Prozedur, für die sie damals extra nach Polen fahren musste, da diese Art der Befruchtung in Deutschland verboten ist. So gibt es zwar keine genetische Verwandtschaft zu ihrem Sohn, aber das war dem Pensionär und der Lateinlehrerin egal. Trotzdem herrschen im Hause Döring strenge Regeln, so wächst Kai Julius ohne Süßigkeiten und Fernsehen auf, auch ein Handy bekommt er erst mit 18 Jahren. Für seine Unterhaltung darf er stattdessen mit Papa Manfred Schach spielen oder klassische Musik hören und sonntags mit Mutter Christiane ins Museum gehen. Das Ziel der Eltern ist, das Abitur ihres Sohnes noch miterleben zu können, dann wäre Manfred bereits 86 und Christiane 70 Jahre alt. Doch für den Fall der Fälle ist Kai Julius auch schon abgesichert. Eine Freundin soll sich später nämlich um den Jungen kümmern. Außerdem hat das Ehepaar mehrere Immobilien und andere Besitztümer, die der Junge eines Tages alle erben wird und damit wohl ganz gut versorgt sein wird. Eine Familie, bei der Geld ebenfalls keine Rolle spielt, sind die Fellmers. Das liegt nämlich daran, dass die Eltern Raphael und Nives Fellmer komplett ohne Geld leben und damit im sogenannten Konsum- bzw. Geldstreik sind. So haben sie seit der Geburt ihrer Tochter Alma keinen einzigen Cent für Kindernahrung, Kleidung oder Spielzeug ausgegeben. Die drei Familienmitglieder leben außerdem völlig mietfrei, da sie ein WG-Zimmer in einer evangelischen Wohngemeinde in Berlin bezogen haben. Im Gegenzug für die kostenlose Bleibe erledigen sie dann Hausmeisterdienste oder machen die Büroarbeit. Ihr Essen holen die Fellmers meist aus den Mülltonnen von Supermärkten. Mittlerweile hat Vater Raphael sogar einen Deal mit einer Bio-Supermarktkette und kann massenweise Lebensmittel abholen und so vor dem Wegwerfen retten. Die Dinge, die er und seine Familie nicht brauchen, bringt er dann in Umsonstläden oder bietet sie auf Foodsharing-Seiten im Internet an. Um seine Wege zu erledigen, nutzt er dafür entweder sein Rad oder trampt. Eine Krankenversicherung, ein Bankkonto oder Altersrücklagen hat Raphael nicht, weil er an solche Dinge nicht glaubt. Da seine Partnerin Nives nur im Konsumstreik lebt, ist sie ein kleines Stückchen weniger radikal und bezahlt von dem Kindergeld ihrer Tochter zumindest eine Krankenversicherung für sich und Alma. Was haltet ihr von dieser radikalen Einstellung der Fellmers? Schreibt es uns mal in die Kommentare. Kommen wir als nächstes zu den Timms, einer Familie mit Drillingen. Aber das ist noch nicht alles, denn außerdem hat die Familie auch einen sehr ungewöhnlichen Stammbaum. Tatsächlich sind die Eltern, Josephine und Klaus, nämlich zugleich auch Nichte und Onkel. Klaus ist also der Bruder von Josephines Vater. Trotz des engen Familienverhältnisses ist das Paar bereits seit 14 Jahren verheiratet, denn eine solche Verbindung ist in Deutschland laut Gesetz nicht verboten. Das Ehepaar, das übrigens einen Altersunterschied von 23 Jahren hat, kannte sich dabei schon seit der Geburt von Josephine. Allerdings war der Kontakt durch einen Umzug von Klaus abgebrochen. Als Josephine dann zum Studium in dieselbe Stadt wie ihr Onkel zog, funkte es zwischen den beiden. Auch Dietmar Timm, Josephines Vater und damit Klaus Bruder, hatte nichts gegen die Beziehung des ungewöhnlichen Paares und freute sich über seine 3 gesunden Enkelkinder, die zudem auch seine Neffen und Nichten sind. Kommen wir nun zu einer ganzen Menge von Kindern. Denn Familie Spahl zählt zu den größten Familien Deutschlands. Insgesamt besteht die Familie aus Bad Dürkheim aus 16 Mitgliedern, wodurch Vater Heinz und Mutter Carmen sage und schreibe 14 Kinder haben. Dabei haben die Ältesten von ihnen teilweise auch schon selbst Nachwuchs bekommen, um den sich Mutter Carmen ebenfalls gerne kümmert. Obwohl nicht mehr alle Kinder zu Hause wohnen, benötigen die Spahls immer noch 2 komplette Doppelhaushälften, um alle Kinder unterzubekommen. Beim Wocheneinkauf benutzt die Familie einen Hänger, um so etwa 6 Einkaufswagen voller Lebensmittel nach Hause transportieren zu können. Für die Massen an Wäsche, die die Familie täglich benötigt, gibt es außerdem ein eigenes Zimmer, in dem die Waschmaschine mehrmals täglich läuft. Trotz der vielen Arbeit würde Mutter Carmen ihr chaotisches Leben in der Großfamilie für nichts auf der Welt eintauschen wollen. Sie ist eben eine Vollblutmama.
Zu guter Letzt haben wir noch diese Eltern aus dem deutschsprachigen Raum, die eigentlich selbst noch Kinder sind. Denn als Jasmin und Dominik erfuhren, dass sie ein Kind bekommen, waren sie unglaubliche 13 und 15 Jahre alt und damit die jüngste deutsche Familie. Da sie in diesem doch sehr jungen Alter keine eigene Wohnung beziehen konnten, lebten sie noch bei ihren Eltern und damit getrennt voneinander, blieben aber trotzdem ein Paar. Außerdem gingen die Teenager trotz ihres Kindes natürlich noch zur Schule und mussten somit den Alltag zwischen Hausaufgaben und Kinderbetreuung meistern. Da ein Leben mit eigenem Kind für ein pubertierendes Paar alles andere als leicht ist, kam es zwischen den beiden aber auch immer wieder zu Konflikten, sodass ihre Beziehung im Laufe der Jahre zu einer echten On-Off-Beziehung wurde. Dank der Unterstützung von Jasmins Mutter, die ebenfalls als Teenagerin schwanger wurde, wächst die kleine Stephanie, wie das Kind von Jasmin und Dominik heißt, aber trotzdem wohlbehütet und bestens versorgt auf. Und immerhin hat sie sehr junge Eltern. Falls ihr noch mehr Stories über außergewöhnliche Menschen sehen wollt, schaut euch unbedingt noch unser Video zu diesem Deutschen an, der ganz alleine im Wald lebt. Ansonsten liked dieses Video, wenn es euch gefallen hat, abonniert Wissenswert für mehr und bis zum nächsten Mal hier bei Wissenswert.